Herzlich willkommen, hier ist dieser Paul mit dem Tipp, den Nummernblock per Befehl aktivieren bzw. deaktivieren. Mittels Taste Num oder Numlock-Taste, die sich links oben auf dem Ziffernblock befindet, ist es möglich, den Nummernblock, auch Ziffernblock genannt, auf der rechten Seite der Tastatur zu aktivieren und auch wieder zu deaktivieren. Durch ein LED-Lämpchen wird der Status des Ziffernblocks angezeigt. Leuchtet die besagte LED nicht, können verschiedene Tasten vom Ziffernblock auch als Cursor-Tasten zur Steuerung eingesetzt werden. Mit dem Ziel, dass der Ziffernblock auch unter Zuhilfenahme eines Tools aktiviert werden kann, muss das Paket NumLock X installiert werden. Das geht zum Beispiel mittels Befehl bei Linux Mint mit sudo Leerzeichen apt-get Leerzeichen installiert Zeichen NumLock X. Enter Passwort eingeben und warten, bis das Tool installiert ist, oder man benutzt einfach einen Paketmanager seiner Wahl. Anhand numlock x on ist das Einschalten realisierbar. Per numlock off wird der Ziffernblock deaktiviert. Und mittels NumLock Status wird der Status angezeigt. Der Befehl kann nun auch in Dateien und Skripten zum Einsatz kommen, die zum Beispiel bei der Anmeldung ausgeführt werden. Das war User Paul von oben Screencast. Ciao und viel Glück.